Brot, Milch und Eier. Das gehört für die meisten von uns zu einem schönen Frühstück dazu. Doch was macht ein gesundes und nachhaltiges Frühstück aus? Was sind die Unterschiede? Zum Beispiel beim Brot. Zeit ist eigentlich so der Faktor, mit dem wir hier arbeiten. Und Zeit macht aber das Brot besser. Viel besser, ja. Wie viele solcher Packungen produzieren Sie am Tag, Frau Detmers? Wir produzieren pro Tag 100.000 Packungen. 100.000 dieser Packungen? Richtig. Gut, da geht was bei Ihnen auf jeden Fall. Wie gut sind diese Brote und können sie mit klassischem Brot vom Bäcker mithalten? Das schaue ich mir heute genauer an. Nicht nur beim Brot gibt es jede Menge Alternativen, auch bei der Milch. Alpenmilch, Landmilch, Weidemilch, konventionell hergestellt oder Bio. Aber welche davon ist am nachhaltigsten? Um das rauszufinden, sind wir tief in die Materie eingetaucht. Das funktioniert! Okay, die Kühe hier werden natürlich nicht alle von Hand gemolken. Ganz so romantisch geht's in vielen Kuhställen schon lang nicht mehr zu. Stattdessen gibt es maschinelle Unterstützung. Und wie sieht's bei den Hühnern aus? Wir checken heute mal Bodenhaltung, Freiland und Bio. Was ist die beste Wahl für die Tiere und für die Umwelt? Die bringen auch einen guten Geruch mit, oder? Auf jeden Fall. Leckeres und nachhaltiges Frühstück jetzt. Also ich glaube, es gibt keine Nation, die so sehr für Brot steht wie wir in Deutschland. Ich kaufe meins eigentlich immer bei einem kleinen Handwerksbäcker ums Eck. Brot vom Handwerksbäcker, Massenware aus dem Supermarkt oder selbst gebacken. Welches Brot ist das Beste für Umwelt und Klima? Das finden wir jetzt heraus, also direkt nachdem ich gefrühstückt habe. Aber jetzt will ich jetzt mal Hand anlegen und selbst ein Brot backen. Dinkel-Vollkornbrot soll es heute werden. Ich will wissen, finde ich im Supermarkt nachhaltige Zutaten? Wie gut funktioniert das mit dem Selberbacken und schmeckt's am Ende auch? So, ich bin zurück vom Einkaufen. Plastikverpackung, das sind Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Die kommen zumindest aus der EU. Hefe und Mehl. Und ich konnte zumindest Dinkel-Vollkornmehl in Bio-Qualität bekommen. Und es ist aus Deutschland. Jetzt kann ich sogar erkennen, es hat echt eine Weile gedauert. Ich stand ewig am Mehlregal, weil ich alles durchgucken musste. Aber das war auch noch aus Bad Wimpfen, ist jetzt von Stuttgart nicht so weit entfernt. Also das ist, glaube ich, das Nachhaltigste, was ich kriegen kann. Als erstes Hefe mit Wasser mischen. Kürbis und Sonnenblumenkerne abwiegen. Dann alles mit dem Mehl verrühren. Das ist ziemlich easy. Was ich hier wirklich gut finde, ist, ich weiß, was drin ist im Brot. Also ich habe jetzt wirklich nur natürliche Zutaten drin und auch nicht viele. Ist das jetzt eigentlich nachhaltig? Ich heiz den Backofen vor. 40 Minuten bei 200 Grad muss das Brot backen. Wegen diesem einen Brot hier so viel Energie. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich an Experten habe. Da ist es. Oh yes. Also ich freue mich gerade wirklich wie ein kleines Kind. Es ist so schön geworden. Es riecht ganz und gar fantastisch. Es ist knusprig. Aber jetzt geht's an die Wahrheit. Ja. Oh ja. Mhm. Richtig gut. Körnig, fluffig und Kruste außen ist schön knusprig. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 6 Uhr, das ist absolut gar nicht meine Zeit. Aber ich will mal rausfinden, wie mein Handwerksbäcker ums Eck seine Brötchen herstellt und sein Brot. Und vor allem, wie es bei ihm um Nachhaltigkeit steht. Guten Morgen. Hallo. Erstmal Klamottenwechsel, dann darf ich in die Backstube. Benny ist hier der Backstubenleiter und zeigt mir heute alles. Morgen. Hi. Benjamin, Tobi, grüß dich. Hi. Wir backen heute ein Bio-Vollkornbrot. Den Sauerteig dafür hat Benny schon gestern angesetzt, denn der muss 17 Stunden ruhen. Die restlichen Zutaten sind heute früh dazu gekommen.
Ich bin ja ein bisschen nervös jetzt, gell? Also jetzt muss ich liefern hier. Dann bist du nicht alleine. Aber während du so arbeitest, kann ich dich gleich mal fragen, wo kommt denn euer Mehl her in dem Fall? In dem Fall, das ist jetzt Biomehl. Ja. Es kommt aus dem Hohenloheschen Landkreis. Also aus der Region. Genau. Das ist nicht die weitesten Anfahrtwege, sag ich mal. Je nach Standort ist es für Bäckereien gar nicht so einfach, an regionales Biomehl zu kommen. Denn nur 5% des Getreideanbaus in Deutschland ist Bio. Will eine Bäckerei also Biobrot anbieten, muss das Mehl unter Umständen weite Strecken transportiert werden. Manchmal sogar aus dem Ausland. Was macht denn eigentlich dein Brot, was wir jetzt hier backen, besser als das Brot, was ich, keine Ahnung, im Discounter oder im Supermarkt oder von der Großbäckerei abgepackt bekomme? Also Zeit ist eigentlich so der Faktor, mit dem wir hier arbeiten, den die Großindustrie jetzt zum Beispiel nicht hat. Ja. Und Zeit macht aber das Brot besser? Viel besser, ja. Aromatisch schon mal gar nicht zu vergleichen mit so einem maschinell hergestellten Großproduktionsbrot. So eine große Bäckerei, die backt natürlich extrem viel. Also ich glaube, so energieeffizienzmäßig könnte die ja schon euch überlegen sein, oder? Wir probieren für uns die möglichst größten Chargen zu machen, die wir können. Also wir haben jetzt hier 130 Brote, das ist so das Maximum. Und ansonsten haben wir an unserem Ofen dran so eine Wärmerückgewinnungsanlage. Mhm. Damit nutzen wir die Wärme vom Ofen eben für unser heißes Wasser. So, 130 Brote sind fertig. Die kommen jetzt in den Garraum, damit der Teig richtig aufgehen kann und das Brot schön fluffig wird. Danach geht's in den Ofen, für eine Stunde bei ca. 200 Grad. Und jetzt kommt das Beste, die Belohnung. Benny und ich machen Pause mit frischem, selbstgebackenem Brot. So, dann einen guten. Super kross, aber super fluffig. Mega. Ja. Wie schwer ist es eigentlich, ein richtig gutes Brot zu backen? Da gibt es viele Arbeitsschritte. Ja, und bei jedem Arbeitsschritt könnte was schieflaufen. Mhm. Zum Beispiel, am Anfang setzt man den Sauerteig an. Wenn der jetzt zu sauer ist, dann schmeckst du das im Endprodukt. Wenn du es zu früh in den Ofen tust, also bevor es richtig reif geworden ist, dann haben wir nachher ein Brot, das ist vielleicht zu hoch. Ja, mhm. Das sieht dann auch nicht gut aus. Ja, dann natürlich Backzeit, ob man nachher eine schöne, saftige Krume bekommt. Mhm. Und Mehl ist natürlich unser wichtigster Rohstoff. Eine Maschine bekommt nie ein Brot so hin wie eine Bäckerhand. Ja. Also wie man Handwerksbäcker ums Eck arbeitet, das weiß ich jetzt. Aber jetzt stelle ich mir die Frage, wo kommt eigentlich das hier alles her? Das Brot von großen Firmen, wie wird da produziert und wie steht es darum Nachhaltigkeit? Das schauen wir uns jetzt an. Dazu fahre ich nach Gütersloh zur Firma Mestemacher. Die produziert unter anderem auch Biobrote. Ja, Frau Detmers, das ist ein bisschen größer als beim Handwerksbäcker, würde ich jetzt mal sagen. Wie schwierig ist es für Sie, bei der Menge eigentlich sowohl regional oder lokal das Korn herzubekommen, als auch in Bioqualität? Es ist, gab Zeiten, da war es recht schwierig. Und zwar, die Klimaveränderung deutlich. Wir hatten überschwemmte Erntegebiete oder ausgetrocknet. Und es hat Zeiten gegeben, da haben wir Bio-Roggen aus Polen kaufen müssen und in ganz extremen Zeiten sogar aus Kanada, was natürlich ökologischer Schwachsinn ist. Zielbestimmung ist es, den Roggen regional zu kaufen. Der Begriff regional ist hier ein bisschen weiter gefasst. Für gewöhnlich kommt der Roggen aus Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt. Der Anfahrtsweg ist damit auf jeden Fall länger als bei meinem Handwerksbäcker. Immerhin spart sich Mestemacher die Fahrten zu einer Mühle, denn das Korn wird direkt im Werk geschrotet. Jetzt habe ich hier gleich Brot gesehen. Lass uns mal kurz dahin gehen. Das sieht jetzt nicht so aus, als könnte das noch mal in den Handel kommen, oder? Das sind Brotreste, die wir nicht verkaufen können, weil zum Beispiel Mängel da sind, die Scheiben zu dick sind. Oder es sind Kantenstücke. Wir verarbeiten ja keine Kantenstücke für die Brotpakete. Mhm. Und diese Brotreste, die werden zu Tierfutter verarbeitet. Nicht ein Krümel Brot verkommt bei uns. Okay. Jetzt will ich mal wissen, wie der Teig aussieht. Die Zutaten für das Bio-Roggenbrot sind hier tatsächlich nur Getreide, Salz, Hefe und Wasser. So, jetzt sehe ich hier irgendwie ganz wenige Bäcker rumspringen. Ich glaube, das brauchen sie auch gar nicht. Der Teig ist jetzt hier, dann kommt ja wahrscheinlich Wasser rein. Richtig. Und dann geht's wie weiter? Dann wird es mit einem Kneter geknetet, der Teig. Und das ist alles körperlich sehr harte Arbeit. Ja. Und darum haben wir sehr viel maschinisiert.
Nach dem Kneten wandert der Teig in Formen und dann in den Gärraum. Wie lange die Brote gären, darf ich leider nicht erfahren. Anschließend wird im überdimensionalen Ofen für 90 Minuten gebacken. Hier haben wir jetzt die frischen Brote. Oh. Es riecht fantastisch, es riecht sehr, sehr gut hier. Frau Dittmers, wenn ich so auf diesen 20-Meter-Backofen schaue, ich glaube, der braucht ganz schön Energie, ne? Das ist richtig. Wir haben ein eigenes BHKW. Und das BHKW produziert mit Erdgas als Energieträger Strom für unseren eigenen Bedarf. Mhm. Und dadurch, dass wir unseren eigenen Bedarf selber erzeugen, spart das auch CO2. Nach dem Backen kühlt das Brot ab, wird geschnitten und verpackt. Anschließend wird es noch pasteurisiert. Das heißt, es wird schonend erhitzt. Durch die Pasteurisation wird es keimfrei gemacht. Okay. Und damit haben wir ein Mindesthaltbarkeitsdatum ungeöffnet von 180 Tagen plus. Das heißt, der Prozess ist auf jeden Fall wichtig für die Haltbarkeit und darum brauchen Sie auch Plastik in der Verpackung. Genau das, richtig. Denn überlegen Sie mal, das Brot wird ja mit Containern verschifft. Amerika ist ein starker Abnehmer von unseren Ökobroten oder auch Kanada und dann der asiatische Raum. Und die Verpackungen müssen einiges aushalten. Ja. Bennys Brot wird nicht behandelt und hält bei idealen Lagerbedingungen 4 bis 5 Tage. Übrigens, wie man Brot am besten lagert, seht ihr bei uns auf Instagram. Wie viele solcher Packungen produzieren Sie am Tag, Frau Dittmers? Wir produzieren pro Tag 100.000 Packungen. 100.000 dieser Packungen? Richtig. Gut, da geht was bei Ihnen auf jeden Fall. Ja, darum auch Öko-Großbäckerei. Denken Sie, dass Sie nachhaltiger produzieren als ein Handwerksbäcker? Ich würde mal sagen, mit all den Betriebsmitteln sind wir nicht schlechter. Ich drücke mich mal vorsichtig aus. Also, sowohl die Großbäckerei als auch mein kleiner Handwerksbäcker sind der Meinung, dass sie recht nachhaltig Brot herstellen. Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, Brot selbst zu backen. Aber welche der drei Varianten ist jetzt die nachhaltigste? Das fragen wir Dirk Siegfried Hübner. Er ist Nachhaltigkeitsberater speziell für Bäckereien. Welches Brot ist denn Ihrer Meinung nach nachhaltiger gebacken? Großindustrie oder Handwerksbäcker? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt auf die Intention des jeweiligen Unternehmens an. Es kann durchaus sein, dass ein industriell gefertigtes Produkt nachhaltiger ist als ein handwerkliches, weil da einfach die Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Die können viel genauer fertigen. Also das heißt, unter dem Stichpunkt Effizienz, vielleicht auch Energieeffizienz, ist die Großindustrie besser. Worin ist denn, oder könnte die Großindustrie besser sein, worin ist denn der Handwerksbäcker besser? Der Handwerksbäcker ist besser vernetzt, zum Beispiel wenn er regionale Rohstoffe einkaufen möchte. Die Mengen, die jetzt so ein Industriebäcker braucht, die können Sie jetzt nicht regional abfordern. Und die Rohstoffe, vor allem das Getreide, sind bei Brot der entscheidende Faktor in Sachen Nachhaltigkeit. Denn nur 25% der Umweltlasten entfallen auf die Effizienz der Backstube, 75% auf den Getreideanbau und Transport. Bio-Getreide hat den Vorteil, dass beim Anbau weder Mineraldünger noch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Aber es gibt eben nicht sehr viel Bio-Getreide. Daher kommen die weiten Transportwege zustande. Regionalität und Bio, wie würden Sie die einordnen? Was kommt zuerst? Was ist wichtiger? Ich würde sagen, Regionalität ist wichtiger als Bio. Wichtig ist immer, dass der Bäcker ein gutes Verhältnis zu dem Landwirt hat, wenn er weiß, wo er es kauft und zu der Mühle. Denn bestenfalls weiß der Bäcker, wie umweltschonend sein Landwirt aus der Region anbaut. Auch ohne Zertifikat. Herr Hübner, wenn wir jetzt im Supermarkt stehen würden und auf diesem Produkt würde ein Bio-Siegel sein, was würde das mit Ihnen machen? Nicht allzu viel, weil es gibt sehr, sehr viele Biozertifikate. Die Frage ist immer, was ist das genau für ein Biozertifikat? Was steht da wirklich dahinter? Mir ist ein ehrliches regionales Produkt lieber, was vielleicht nicht nach Biozertifikaten zertifiziert worden ist, aber so produziert worden ist. Und dann im besten Fall eben keine langen Transportwege hinter sich hat. Aber trotzdem garantieren Biosiegel, besonders bei einem anonymen Produkt im Supermarkt, einen Standard, auf den man sich verlassen kann. Ich halte also fest, Regionalität geht über Bio. Mhm. Und wenn regional noch Bio ist, dann sind wir in der Königsdisziplin. Das ist perfekt. Super. Okay, dann gibt es noch den letzten Punkt. Ich backe mein Brot selbst. Wie ist denn das zu bewerten? Ganz ehrlich, wenn Sie Ihr Brot selber backen, ist das aus energetischer Sicht sehr schlecht.
der Energiebedarf, den Sie jetzt in Ihrem ganz normalen Elektrobackofen haben, zu Hause, in einem Haushaltsbackofen, der ist deutlich höher, als wenn Sie das in einem Profibackofen backen. Na toll, aber immerhin weiß ich, was drin ist. Und ich kann auf Bio-Zutaten achten. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen fertig, denn es ist so eine komplexe Frage, ob jetzt Brot vom Supermarkt oder vom Bäcker nachhaltiger ist. Pauschal kann man das gar nicht sagen, es ist einfach sehr kompliziert, denn es gibt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Was man aber sagen kann, wenn das Brot aus regionalem Mehl gebacken ist, dann ist es gut, das ist der wichtigste Punkt. Und wenn es dann noch Bio ist, dann ist es besser. Regional oder Bio, vor dieser Entscheidung kann man auch bei Milch stehen. Und um die hat sich Katharina gekümmert. Früh morgens erstmal einen Kaffee mit ganz frischer Milch, direkt vom Bauer nebenan, von glücklichen Kühen, ganz umweltfreundlich und natürlich. So idyllisch, wie es auf den Milchverpackungen dargestellt wird, sieht die Realität meistens nicht aus. Mal von schlechten Haltungsbedingungen abgesehen, gibt es einen großen Haken. Kühe verursachen Unmengen an klimaschädlichen Treibhausgasen. Aber wenn wir jetzt nicht ganz auf Milch verzichten wollen, zu welcher sollten wir denn dann für Klima und Umwelt greifen? Ich frage mich, wie nachhaltig kann Milch überhaupt sein? Deutschland ist auf Platz 4 der Top-Milcherzeuger weltweit, hinter den USA, Indien und Brasilien. Hierzulande werden jedes Jahr rund 31 Millionen Tonnen Milch gemolken. Wenn man sich überlegt, dass wir pro Kopf im Jahr knapp 46 Liter Milch trinken und eine Kuh im Durchschnitt 8500 Liter gibt, dann reicht ihre Milch also für 183 Milchliebhaberinnen und Milchliebhaber. Ein beachtlicher Milchkonsum also. Schauen wir doch mal genauer aufs Milchvokabular. Da gibt es zum Beispiel die Landmilch. Der Begriff ist mir schon häufiger im Supermarkt begegnet. Das Problem ist, der Begriff ist nicht geschützt. Das heißt, erstmal kann jeder damit werben und es sind keine Kriterien daran gebunden. Das Gleiche gilt auch für Alpenmilch. Da können wir nicht sicher sein, ob die Kühe tatsächlich auf einer grünen Bergwiese gegrast haben. Außerdem gibt es die Weidemilch. Auch das ist kein gesetzlich geschützter Begriff. Nur in Niedersachsen gibt es dafür das passende Siegel. Das nennt sich Pro Weideland. Da müssen die Kühe tatsächlich an 120 Tagen auf der Wiese sein. Und es gibt auch noch Kriterien, die die Artenvielfalt schützen sollen. Heumilch ist ein über das EU-Herkunftsabzeichen zertifiziertes Produkt. Das heißt, die Produzenten müssen bestimmte Standards einhalten. Dabei geht es vor allem um das Futter. Die Kühe bekommen zum Beispiel im Sommer frisches Gras und im Winter Heu. Die strengsten Kriterien gibt es bei der Biomilch. Da müssen Landwirte strikte Vorgaben einhalten. Da geht es um Klima- und Umweltschutz, aber auch ums Tierwohl. Ist Bio wirklich besser? Ich mache mich auf den Weg zum Heinrichshof, einem Bio-Milchviehbetrieb im Westerwald. Hier wurde sich gerade schon über meine Gummistiefel lustig gemacht. Städter-Gummistiefel. Landwirt Max lebt hier super idyllisch mit der Familie und eben auch sehr vielen tierischen Mitbewohnern. Das ist jetzt, hier stehen die Milchkühe. Und wie viele Milchkühe habt ihr? Also melken gerade im Moment tun wir nur 14, weil diese Blockabkalbung so langsam, die braucht einfach eine Zeit. Bis Was heißt denn Blockabkalbung? Blockabkalbung heißt, dass der gewöhnliche Milchviehbetrieb versucht halt rund ums Jahr seine Kühe möglichst zu verteilen, damit er immer gleich viel Arbeit hat, den Stall gleich belegt hat, gleiche Einkommen hat. Und wir haben uns halt entschieden, das alles ins Frühjahr zu legen. Das heißt, bei uns kalben die meisten Kühe zwischen Januar und März. Dieses Jahr kalben die meisten im Februar. Also jetzt, ich hatte auch gedacht, wir hätten vielleicht heute noch eine Geburt, aber jetzt, glaube ich, ist doch eher morgen oder übermorgen. Falsch gedacht. Kurz nach Drehschluss schickt er uns dieses Video. Ein weibliches, so schnell kann's gehen. Das Prinzip Blockabkalbung bedeutet also, alle Kühe bringen nahezu zeitgleich im Winter ihren Nachwuchs im Stall zur Welt. Dieser saisonale Rhythmus gilt als besonders artgerecht und garantiert gleichzeitig Weidegras als Grundnahrung. Und wenn die Kälber dann was älter sind und die Kühe auch rausgehen, dann haben wir halt keine Kalbung mehr und dann können die perfekt, dann geben die richtig gut Milch und dann können die halt Gras fressen. Und das ist halt das Ziel, dass wir optimal das Gras ausnutzen. Diese Kälber hier sind gerade erst ein paar Wochen alt. Da ist jemand neugierig. Ja, die Cinderella. Wir haben dieses Jahr das Motto Disney. Und davor war Gangster-Rapper, das war auch ganz lustig. Die haben sich da vorne alle gemütlich gemacht. Noch sind Cinderella und Co. aber nicht an die Milchtränke gewöhnt. Ich soll Nachhilfe geben. Dann geht man am besten mit dem Finger mal so in den Mund, um zu zeigen, so hier. Mein Finger scheint zu schmecken. Geschafft, jetzt schmeckt's. Schafft, genau. Was man jetzt im Bild die meiste Zeit nicht sieht, unser Kamerakollege Lukas wird die ganze Zeit belagert.
Die Kälber werden hier direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Weil ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass der Trennungsschmerz am allergeringsten ist. Die Kühe gehen dann meistens melken, nach dem Melken fressen und haben es schon wieder vergessen. Wie alle Säugetiere geben Kühe nur Milch, wenn sie Nachwuchs zur Welt bringen. Milchwirtschaft setzt also voraus, dass die Kühe am laufenden Band trächtig sind. Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, die Kühe werden dauerschwanger gemacht und dann am Ende werden die Kälber von den Kühen getrennt. Ist das denn überhaupt artgerecht? Die Frage der Artgerechtigkeit stellt sich natürlich immer, also weil wir Menschen greifen in jeglichen Prozess da ein. Und ich würde auch sagen, dass die Milchkuhhaltung nichts mehr damit zu tun hat von irgendwelchen Steppenrindern etc. Also ich finde es immer sehr schwierig, diese Sachen mit Natur in solchen zu vergleichen. Und wie viel Platz haben die hier? Also Bio-Vorschrift ist, dass die 6 Quadratmeter mindestens haben. Und wenn diese Kühe alle mal unten in dem Milchviehstall stehen, dann haben die ungefähr 12 Quadratmeter in der eigentlichen Stallfläche und mit dem Auslauf 15 Quadratmeter. Also bei uns ist das schon sehr groß. Das liegt aber auch daran, halt, weil die behornt sind. Die wollen ihren Platz haben und verteidigen den auch. Max Hof ist Bioland-zertifiziert. Dafür muss er zum Beispiel den Großteil des Futters selber produzieren oder regional beziehen und garantieren, dass seine Kühe in der Vegetationsperiode Weidegang haben. So, wir treiben jetzt die Kühe zum Melken. Wie schwer ist es, die da hinzukriegen? Das kommt auf die Tagesform der Kühe an. Komm einfach mal mit, wir gucken dann mal, wie es klappt. Hopp, 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 Maria, komm. Zuerst wird per Hand vorgemolken. Bis zu jeder Zitze, von vorne nach hinten. Am besten sagst du am Anfang einmal der Kuh so mit der einfach so leicht Hallo. Na, Hallo sagen, sagtest du? Das funktioniert! Das Anhängen, dann drückst du hier oben auf Start. Ah, und jetzt kann ich das hier auch einstellen. Genau. So, fürs erste Mal? Fürs erste Mal, okay. Gnädig. Bei euch wird ja zweimal am Tag gemolken. Wie viel Milch gibt denn so eine Kuh? Also wir sind jetzt am Anfang der Laktation. Da geben die Kühe so vielleicht 23 bis 25 Liter im Durchschnitt. Und wenn ich die nachher trocken stelle, dann sind es aber auch nur noch 10 bis 13 Liter. Eine Hochleistungskuh aus konventionellen Betrieben gibt dagegen 40 bis 50 Liter Milch am Tag. Welchen Weg geht denn jetzt eure Milch von hier aus? Ja. Die Milch geht einmal direkt von hier in die Käserei, die ist direkt hier gegenüber vom Melkstand. Und wenn wir sehr viel Milch haben, wenn jetzt mehr Kühe kalben, geht auch noch an eine Biomolkerei im Sauerland die Milch. Und da wird sie alle 2 Tage für abgeholt. Max, ja. Das hat gut funktioniert, oder? Sehr gut. Ich habe gedacht, mit dem hellen Licht und so, die würden jetzt hier eine Kackparty machen, aber es hat super funktioniert. Komm, Nele, rausgehen! Obwohl Landwirt Max so nachhaltig arbeitet, kommt er um ein Klimaproblem nicht herum. Jede seiner Milchkühe stößt pro Tag bis zu 300 Liter klimaschädliches Methangas aus. Lachgas aus Gülle und Mist begünstigt zusätzlich den Treibhauseffekt. Da summiert sich so einiges auf dem Klimakonto. Allein in der Viehhaltung kommen damit pro Liter Milch im Schnitt 1 Kilo CO2-Äquivalente zustande. Das entspricht etwa einer 5 Kilometer langen Autofahrt. Wie kriegt man das vielleicht trotzdem hin mit der nachhaltigen Milch? Das erklärt mir jetzt Kirsten Wiegmann vom Öko-Institut. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck von Milch zu verkleinern? Zum einen hängen dann natürlich Treibhausgase dran, also die berühmten Kuhpups. Methan. Da kommen wir im Moment nicht drum rum. Was man verbessern kann, das ist eben die Emission, die aus den Exkrementen hervorgeht. Die Güllevergärung in der Biogasanlage sorgt da eben für eine deutliche Minderung und aber auch gute Ausbringungstechniken, nicht mehr diese Prallteller, wo die Gülle dann so durch die Gegend spritzt. Lachgas entsteht im Kontakt mit Sauerstoff. Mit der Spritzentechnik landet Gülle direkt da, wo sie hin soll, auf dem Feldboden, ohne unnötig Gase in die Luft zu wirbeln. Das drückt die Emissionen. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt verschiedene Schrauben, an denen man drehen könnte, um die Emissionen bei der Haltung ein bisschen zu reduzieren, wie viel könnte man denn theoretisch sparen? Je mehr Milchleistung eine Kuh hat, desto kleiner wird der Grundumsatz
in Relation zu jedem gemoltenen Liter Milch. Das heißt, man kann durch eine Milchleistungssteigerung pro Kuh tatsächlich die Milch, also die Emissionen, die Treibhausgasemissionen, die an der Milch hängen, verbessern. Aber dann ist es so, dass wenn man eine Hochleistungskuh hat, irgendwann beginnt das in den Zielkonflikt mit dem Tierwohl zu gehen. Richtig. Ist das vereinbar miteinander, wäre dann die Frage. Nee, also an irgendeiner Stelle muss man sich dann auch mal für die Kuh entscheiden, ne? Und nicht nur für die Leistung. Je mehr Milch eine Kuh gibt, umso kleiner ist also der CO2-Fußabdruck. Das große Dilemma: Kraftfutter aus Getreide ist Doping für die Kuh. Das kann sie aber schlechter verdauen als Gras von der Weide. Die Folge? Mehr Methan. Und? In der Weide ist es so, die wird ja im Gegensatz zu einem Acker nicht gepflügt und nicht umgebrochen. Das heißt, sie hat eine ganz ungestörte Bodenzone mit ganz viel Wurzeln. Und das ist ein großer Kohlenstoffspeicher. Das heißt, es ist sinnvoll, zum Beispiel zertifizierte Weidemilch zu kaufen? Ja, in jedem Falle. Für die Ökobilanz, welche Rolle spielt denn da die Verarbeitung der Milch und der Transport? Was ganz klar ist, ist, dass der Teil nicht dominiert. Ich denke, das liegt also nicht höher als ein Drittel, auf gar keinen Fall. Trotzdem sind kürzere Wege natürlich besser fürs Klima. Woher die Milch kommt, ist auf der Verpackung erkennbar. Dieses ovale Zeichen mit so einer Buchstaben-Zahlen-Kombination, was sagt mir denn das? Da steht immer so drauf NW oder BY oder HE und das sind die Bundesländerkürzel. Und das gibt einem halt einen Hinweis daraus, von wo das, also wo die Molkerei ansässig ist, die Milch verarbeitet hat. Wenn man halt in Süddeutschland sitzt, dann muss man unbedingt eine Milch kaufen, wo MV draufsteht, was Mecklenburg-Vorpommern wäre. Ausgerechnet die Glaspfandflasche aus dem Supermarkt ist klimatechnisch oft ein ziemliches No-Go. Über 700 Kilometer fährt die Flasche aus dem Supermarkt im Schnitt durchs Land, ehe sie bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Denn es gibt nur wenige Abfüller. Den Rücktransport zum Abfüller hinzugerechnet, ergibt sich also eine Route von über 1400 Kilometern. Das entspricht der Strecke von Stuttgart bis an die Küste Nordfrankreichs und zurück. Aus ökologischer Sicht ziemlich mies. Ich habe das Gefühl, wir sollten lieber weniger und bewusster Milch konsumieren. Wenn ich jetzt aber im Supermarkt stehe und mich frage, was ist denn jetzt die nachhaltigste Milch? Was würden Sie mir dann sagen? Ich denke, wo man mit einem einzigen Anhaltspunkt relativ viele Informationen bekommt, ist einfach mit der Frage Ökomilch oder konventionelle Milch. Jetzt ist es ausgerechnet bei den Treibhausgasen so, dass das Bild da nicht so ganz eindeutig ist. Also da sind sie wohl vergleichbar. Wenn man jetzt nicht nach ganz, ganz vielen einzelnen Labeln suchen möchte, würde ich sagen, dass das Bio, also das Bio-Label da einfach vieles so in einem Rundum-Abwasch quasi liefert. Trotzdem, Biomilch schneidet allein mit Blick auf die Klimabilanz nicht besser ab als die konventionelle Milch. Zum Beispiel, weil die Produktionsmenge pro Kuh einfach geringer ist. Aber nicht nur was das Tierwohl angeht, sondern auch in Sachen Umweltschutz ist Biomilch die beste Wahl. Im Supermarkt gilt, zertifizierte Weidemilch ist ein guter Anhaltspunkt, achtet aber auch auf Regionalität. Unser letzter Frühstückszutatencheck heute? Eier. Auch hier spielt der Tierschutz eine immer größere Rolle. Ob das was bringt? Tobi hat sich mal im Hühnerstall umgeschaut. Also zu so einem schönen, ausgiebigen Frühstück, da gehört für viele von uns das Frühstücksei mit dazu. Das hier kostet 16 Cent, das hier 61, das ist fast Vierfache. Der Unterschied, das ist Bodenhaltung und das ist High-End Bio. Und da stellt sich schon die Frage, lohnt sich Bio und der wirklich hohe Preis am Ende für Umwelt und fürs Tier? Etwa 50 Millionen Hennen legen in Deutschland jedes Jahr insgesamt über 14 Milliarden Eier. Macht fast 300 Eier pro Henne und Jahr. Doch die reichen nicht aus. Weitere 5 Milliarden Eier importieren wir, vor allem aus den Niederlanden und Polen. So isst jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich 240 Eier pro Jahr. Etwa die Hälfte klassisch als Ei, die andere Hälfte durch viele verarbeitete Produkte. Wie Kekse, Knödel, Veggie-Fleischersatz, Nudeln oder auch Soßen. Hier ist überall Ei drin. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Auf so einer Eierverpackung, da ist ein Siegel neben dem anderen. Und jedes Ei hat ja auch einen Code und ich kann rausfinden, woher es kommt. Hingegen bei den verarbeiteten Produkten, da steht ganz oft gar nichts drauf zum Ei. Also ich finde nicht mal raus, aus welcher Haltungsklasse es kommt. Jetzt treffe ich Franzi. Sie rettet und vermittelt Hühner aus Legebetrieben. Wie diese drei hier.
Franzi, ich weiß von dir, du bist Hühnerretterin oder Vermittlerin. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich bin ehrenamtlich im Verein Rett das Huhn aktiv. Und wir holen eben Legehennen aus Legebetrieben nach ihrer Zeit, nach diesen 12 bis 15 Monaten, wo sie eigentlich zum Schlachter kommen, weil sie nicht mehr produktiv genug sind, raus und vermitteln sie an Privatpersonen. Denn die meisten Legehennen sind nach 12 bis 15 Monaten einfach durch und kommen zum Teil so bei Franzi an. Hühner legen von Natur aus eigentlich nicht das ganze Jahr über Eier. Im Herbst, wenn die Temperaturen fallen und die Tiere in der Natur kaum noch Futter finden, gehen sie normalerweise in die Mauser, eine Winterpause. Damit sparen sie Kräfte, denn das Eierlegen ist durchaus anstrengend. In Legebetrieben sind die Ställe allerdings klimatisiert und das ganze Jahr über künstlich beleuchtet. Das sorgt dafür, dass die Hennen nicht in die Mauser kommen, sondern durchgehend Eier legen, bis sie geschlachtet werden. Alternativ führen einige Betriebe die Mauser künstlich herbei. Nach etwa einem Jahr werden die Hennen durch Nahrungs- und Lichtentzug in eine Zwangsruhepause versetzt. Danach, nach etwa 4 Wochen, legen die Tiere besonders große und begehrte XL-Eier. Für die geschwächten Hühner ist das ein enormer Kraftakt. Erlaubt ist das Vorgehen auch im Bio-Bereich. Tierschutzverbände kritisieren diese Zwangsmauser scharf. Für die Betriebe lohnt es sich so aber, die Hühner noch etwas länger am Leben zu halten, bis sie dann spätestens mit 18 Monaten geschlachtet werden, weil sie statt 6 oder 7 nur noch wenige Eier pro Woche legen und sich nicht mehr rentieren. Was braucht so ein Huhn, um glücklich zu sein? Also ganz essentiell ist Himmel und Erde. Also das brauchen einfach die Lebewesen. Die müssen im Boden scharen können, nach Insekten, nach Kräutern suchen können. Das machen sie auch, wenn das Wetter einigermaßen schön ist. Machen sie das auch den ganzen Tag. Das sind die draußen und wühlen und scheren. Also sie kennen sich alle untereinander. Sie haben ihre Ordnung, ihre Anführerin und eben die Gruppen darunter. Und das ist für die eben wichtig, damit sie nicht dauerhaft im Stress sind. So eine natürliche Hackordnung etablieren Hühner in Gruppen von bis zu 100, maximal 200 Tieren. Davon sind die allermeisten Legehennenbetriebe allerdings weit entfernt. In der Bodenhaltung leben bis zu 6000 Hennen in einem Stall, 9 von ihnen auf einem Quadratmeter. Und doppelt so viele, wenn die Hennen auf mehreren Etagen leben. Ein Auslauf ins Freie ist nicht vorgesehen. Bis zu 6000 Hennen, 9 auf den Quadratmeter, das gilt auch für die Freilandhaltung. Allerdings hat jede Henne zusätzlich einen Auslauf von 4 Quadratmetern im Grünen. Ein Drittel ihrer Lebenszeit muss sie Zugang zur Außenfläche haben. In neueren Ställen ist außerdem ein Wintergartenpflicht, also ein überdachter Bereich, damit die Hennen auch bei schlechtem Wetter ihrem natürlichen Drang nach Scharren, Staubbaden und Futtersuchen nachkommen können. Nach EU-Bio-Vorgaben dürfen maximal 3000 Hennen in einer Herde zusammenleben. Und den Quadratmeter Stallfläche teilen sich die Hennen zu 6 statt zu 9. Wintergarten und Außenfläche sind Pflicht, genauso wie bei der Freilandhaltung. Und das Futter muss noch aus biologischem Anbau kommen. Noch strengere Haltungsbedingungen geben Ökoverbände wie Bioland, Naturland und Demeter vor. Zum Beispiel muss der Auslauf ins Freie jederzeit zugänglich sein. Und bei Bioland und Demeter sollte auf je 100 bzw. 50 Hennen ein Hahn kommen. Der sorgt für ein ausgeglichenes Sozialgefüge. Franzi zeigt mir Bilder von den Rettungsaktionen. Diese Hennen kommen vor allem aus der Bodenhaltung. Jetzt sehen wir hier ein Huhn, was gar keine Federn mehr hat. Wie kommt denn sowas? Durch den permanenten Stress, den die Hühner ausgesetzt sind. Also dadurch, dass sie ja zu tausendst in den Ställen drin sind, kommt es zu Aggressionen. Und die Aggressionen führen eben zu dem Kannibalismus, den die Hühner leider entwickeln, wenn sie eben zu tausendst in den Stall gesteckt werden. Ist das Boden- oder Käfighaltung? Das ist Etagenhaltung. Also in Bodenhaltung bedeutet ja, es können bis 4 Etagen im Stall sein. Das sind dann wie so Gitteretagen. Und somit hat man quasi viermal mehr Fläche. Also quasi viermal Boden übereinander. Also das ist zugelassene Bodenhaltung in Deutschland sozusagen? Genau. Bodenhaltung, 4 Etagen. Mhm. Zugelassen in Deutschland. Mit den Etagen war mir nicht bewusst. Das sieht furchtbar aus. Ja, also es sieht nicht nach einem lebenswürdigen Leben aus. Ich denke auch, dass es vielen nicht bewusst ist, dass das Ei auch immer am Ende der Kette der Tod für das Tier bedeutet. Also die Betriebe müssen natürlich wirtschaftlich sein, sonst könnten sie die Eier auch gar nicht verkaufen. Daher müssen sie die Hühner leider nach 12 bis 15 Monaten eben töten. Und ich glaube, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Um ehrlich zu sein, mir war es auch nicht bewusst. Also dass es nur ein Jahr ist oder vielleicht maximal 1,5, das wusste ich auch nicht.
Jetzt gehe ich ja noch zu einem Landwirt. Erkenne ich irgendwie, ob es den Tieren gut geht? Worauf muss ich da achten? Also ganz schnell sieht man es an ihrem Federkleid und auch, wie abgemagert die Tiere sind. Also wenn sie sehr dünn sind, dann ist es natürlich auch nicht gesund für die Tiere. Auch noch ein gutes Indiz ist der Kamm. Also umso kräftiger, umso röter der ist, umso besser geht es auch dem Tier. Also die Bilder von Franzi waren ja teilweise echt hart. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, was uns erwartet. Wir besuchen den Hof von Gerhard und er hat Hühner in Freiland und in Biohaltung. Und wie die so leben, das schauen wir uns jetzt an. Zuerst bringt Gerhard mich zu den Ställen der Freilandhennen. Die lassen wir jetzt an die frische Luft. So, Kamerajo, komm mal mit. Bist du bereit für Tausende von Hühner? Ja. Die bringen auch einen guten Geruch mit, oder? Auf jeden Fall. Es staubt jetzt relativ stark am Anfang, durch das, dass die alle warten, wirbeln die Feuchtstaub auf. Und man sieht jetzt, die strömen durch den Kiesbereich durch, gleich oben Richtung Wiese und Wald und verteilen sie dann nochmal. Das heißt, wir folgen denen jetzt mal ein bisschen. Aber das ist ja schon also jetzt eine riesen Auslauffläche, oder? Genau. Jetzt ist ja die große Frage, ist das artgerecht? Für uns ist artgerecht mehr Platz im Stall. Da haben wir deutlich über die gesetzlichen Standards. Da haben wir 20% weniger Tiere drin, als gesetzlich genehmigt ist. Und das ist für uns einfach wichtig, dass die Tiere Platz haben. Gerhards Biohühner leben übrigens in sogenannten Mobilställen. Das sind Ställe auf Rädern, die regelmäßig versetzt werden. Das hat den Vorteil, dass die Hennen immer eine frische Wiese vor der Haustüre haben und so auch die Nitratbelastung im Umkreis des Stalls niedriger ist. Ich habe gelernt von einer Hühnervermittlerin, worauf man achten kann, ob es denen gut geht. Sie meint, ein Federkleid muss schön aussehen und der Kamm soll schön rot sein. Auf den ersten Blick, wenn ich jetzt, ich habe ein paar schon angeschaut, sind die eigentlich ganz fit? Also man sieht da an der wirklich roten Kammfarbe, dass die regelmäßig im Auslauf sind. Weil die auch, umso dunkler dass der Kamm ist, umso mehr Sonne erwischen die. Und das ist, merken wir auch so, wenn man sagt, man hat weiße Kämme in die Ställe. Das ist dann zum Beispiel ein Huhn, das relativ selten in den Freiland geht oder relativ selten nach draußen geht. Ich frage deshalb, weil ich habe gelernt, es gibt eine Art Hackordnung bei einer Gruppe. Und jetzt sind es ja sehr viele auf einmal. Also sowas kannst du quasi ja nicht mehr sicherstellen, oder? Es gibt Familiennester im Stall, also das ist immer ein Legenest für mehrere Tiere und die da stellen immer ein bis zwei Legenester eine Hackordnung zusammen. Hackordnung ist zwischen 60 und 100 Hähner eine soziale Einheit, also eine Gruppe, die haben in der Regel im Stall zusammen. Das ist aber, guck mal, das ist ein bisschen ein Huhn, das sieht jetzt ein bisschen verrupft aus, oder? Genau, das ist dann in der Hackordnung, steht das ziemlich weit unten und da haben wir einfach auch einige dabei. Zur Herde gehören auch ein paar Hähne. Die sorgen zusätzlich für eine funktionierende Hackordnung. Und sie beschützen ihre Hennen vor Füchsen und Greifvögeln. Auf ungefähr 100 Hennen kommt bei Gerhard ein Hahn. Das macht er freiwillig. Vorgegeben sind Hähne nur nach strengeren Ökoverbandrichtlinien wie von Demeter und Bioland. Den Freilandstall wollen wir uns jetzt mal von innen ansehen. Bei dem windigen Wetter sind viele der Hennen drin geblieben. Okay, das sieht aber gleich wieder ein bisschen kuscheliger aus, oder? Auf jeden Fall. Dieser vordere Bereich, der sogenannte Wintergarten, dient der Beschäftigung der Tiere zum Scharren und Picken. Die Hühner brauchen auch im Stall Beschäftigung, auch gerade wenn man so ein Wetter hat wie heute, wenn es einfach windig draußen ist. Dann schauen wir mit so Strohballen, Muschelschalen, so Staubbädern, dass die ein bisschen Ablenkung haben, dass sie die beschäftigen können. Dieser Teil gehört auch zu Gerhards Freilandhaltung. Hier schlafen, fressen und legen die Hennen ihre Eier. Krass sehen die Etagen irgendwie schon aus, finde ich. Aber anders als in der Bodenhaltung können die Hennen die Etagen jederzeit verlassen, um in den Wintergarten oder nach draußen zu gehen. Die Etagen entsprechen außerdem einem natürlichen Verhalten der Hennen, dem Aufbäumen. Auch in Ökoverbandsbetrieben sind Etagen üblich. Die Haltungsbedingungen bei Gerhard sind wirklich kein Vergleich zu den Bildern, die mir Franzi von der Bodenhaltung gezeigt hat. Aber Fakt ist, noch immer kommen 2/3 der Eier in Deutschland aus Bodenhaltung. Ich frage mich, was ist denn nun das beste Ei fürs Tierwohl und die Umwelt? Und auf was können wir beim Kauf achten? Das sagt uns jetzt Christian Rehmer vom BUND. Wir als BUND sagen ganz klar, wir wollen eigentlich die Tiere in der Biohaltung oder zumindest in der Freilandhaltung.
Bodenhaltung ist keine artgerechte Art und Weise, diese Tiere zu halten. Jetzt gehen wir mal ins ganz praktische Beispiel. Wir stehen im Supermarkt, du sagst schon, Bio wäre dann schon die Wahl, aber selbst bei Bio bin ich manchmal am Verzweifeln. Hier das EU-Bio-Siegel und Verbund Ökohöfe. Dann haben wir Naturland, also eine strengere Richtlinie. Und hier haben wir EU-Bio und da stehen halt nur ganz viele Floskeln drauf. Also was nehme ich denn? Wenn jemand ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat oder sich mehr für Umwelt und Tierwohl engagieren will, dann würden wir immer sagen, dann kauft bitte ein Produkt der Anbauverbände. Das könnten diese Verbund Ökohöfe sein, Naturland sein, Bioland sein, Biopark, Demeter und so weiter. Ich habe hier die teuersten Eier, die wir gefunden haben. 61 Cent pro Ei. Das ist jetzt nicht nur Bio, das ist jetzt auch mit Bruderhahnaufzucht und aus dem Mobilstall. Was hältst du davon? Finde ich super. Also Mobilställe sind eine Sache, die so seit vielleicht 10 Jahren überall aufploppen. Das ist für uns eine Tierhaltungsform, die nah dran an einem Ideal kommt, wie man Legehennen halten sollte. Deswegen unterstützen wir das sehr. Du hattest das mit dem Bruderhahn erwähnt. Ja? Ja. Das geht einher mit dieser Frage Küken töten. Denn die Bruderhahn-Initiative steht dafür, dass die männlichen Küken mit aufgezogen werden. In diesem Betrieb hier wachsen die Brüder von Gerhards Legehennen auf. Seit Januar 2022 ist das Töten männlicher Küken in der Eiererzeugung in Deutschland grundsätzlich verboten. Zuvor wurden pro Jahr ca. 45 Millionen männliche Küken gleich nach dem Schlüpfen getötet, da das Aufziehen der Tiere unwirtschaftlich ist. Aber ist das jetzt mittlerweile nur noch Werbung? Weil jetzt darf ich ja Küken nicht mehr töten. Ich muss ja den Bruderhahn aufziehen, oder? Nein. Es gibt, wenn man jetzt vom Kükentöten wegkommt, im Prinzip 3 Möglichkeiten, das zu tun. Die eine ist das, was wir gerade genannt haben, diese Bruderhahnaufzucht. Die zweite, noch komplizierter, ist eigentlich Rassen zu züchten, die sogenannte Zwei-Nutzungsrassen sind. Da würdest du zwar auch den Bruder aufziehen, aber er wäre nicht ganz so mäkelig und schlecht im Fleischansatz wie der Bruder von der klassischen Legehennenrasse. Und die Variante, dass man das Aussortieren vor das Schlüpfen verlegt. Also im Ei das Geschlecht bestimmt und sollte es ein männliches Geschlecht sein, das Ei aussortiert. Was ist von den dreien für dich am besten? Die komplizierteste leider. Das Nachhaltige ist meistens das Komplizierte. In dem Fall die Änderung der Zucht auf Zwei-Nutzung. Die Zwei-Nutzungshühner haben Experten zufolge allerdings wenig Chancen, sich flächendeckend durchzusetzen. Einfach weil sie am Ende zu wenig Fleisch und Eier liefern. Hier habe ich aber im Supermarkt im besten Fall die Wahl. Wenn ich aber verarbeitete Produkte nehme, also Salatsoße, ne, hier irgendwelche Kekse oder auch ein Fertigprodukt, dann ist es ja schon so, dass zumindest, ich würde mal sagen, bei der Hälfte gar nichts draufsteht. Also ich erfahre nichts zu der Eiherkunft. Von was kann ich denn da ausgehen, wenn nichts draufsteht? Du kannst davon ausgehen, im Sinne der Ökonomie des Herstellers, er nimmt das Billigste. Und das Billigste ist Käfighaltung. Davon gibt es in Deutschland, wie gesagt, fast nichts mehr. Es gibt noch diese ausgestalteten Käfige, aber es sind kaum noch Produkte, aber natürlich aus dem Ausland. Wir produzieren in Deutschland so 13 bis 14 Milliarden Eier im Jahr und wir konsumieren 20. Daran erkennt man, wie viel importiert wird. Jetzt haben wir ganz viel über das Tierwohl gesprochen. Wenn man jetzt noch auf den Bereich Umwelt und Klima schaut, wo sind denn da noch Verbesserungspotenziale? Wir möchten, dass Futtermittel möglichst vom selben Betrieb kommen oder zumindest vom Nachbarbetrieb oder aus der Region, damit die nicht quer durch die Welt geschifft werden müssen. Der andere Ansatz ist, wir müssen bewusster konsumieren, bessere Produkte aus besserer Haltung nehmen, aber insgesamt weniger. So, was haben wir gelernt? Im Supermarkt sind Bio-Eier die beste Wahl, sowohl fürs Tier als auch in Sachen Nachhaltigkeit. Trotzdem muss man immer noch sagen, es ist halt Massentierhaltung. Das war er, unser Ausflug zum Thema gesundes und nachhaltiges Frühstück. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Egal ob bei Eiern oder Milch, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch beim Landwirt direkt über die Haltungsbedingungen zu informieren, dann schaut am besten nach Biosiegeln. Gut ist auch, wenn ihr zusätzlich auf Regionalität achtet. Die ist beim Brot sogar noch wichtiger als ein Biosiegel. Und jetzt guten Appetit!